Zeuge Hans Engelbrecht, Deutschlands, Kriminaldirektor außer Dienst, 66 Jahre, 120. Verhandlungstag, 10.12.1964. Auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses Jawohl. Des Gerichts. Ihr Personal, Sie heißt mit Vornamen? Hans Engelbrecht. Hans oder Heinz? Hans. Hans. Hans, ja. Hans Engelbrecht, wie alt? 66. Verheiratet? Geschieden. Geschieden, von Beruf? Kriminaldirektor AD. Wohnhaft in? Neckarteilfingen. Neckarteilfingen, Kreis Nürtingen. Nürtingen. Sie sind nicht verwandt und nicht verschwägert mit den Angeklagten? Nein. Herr Engelbrecht, waren Sie auch einmal im Konzentrationslager Auschwitz? Niemals. Niemals. Haben Sie den Angeklagten Boger gekannt? Gut. Gut gekannt. War bei mir beim Grenzpolizeikommissariat Friedrichshafen. Ja. Und wann war er in Friedrichshafen? Ja, bis zum Ausbruch des Ostkriegs. Von Ende 33 bis Ausbruch des Ostkriegs. Bis Juni 1941. Und sagen Sie bitte, Herr Engelbrecht, welchen Dienstrang hatte Boger damals? Ja, Boger war damals Kriminalsekretär. Kriminalsekretär. Ja. Und Sie waren Kriminaldirektor schon? Nein, Kriminalrat. Kriminalrat. Ja. Und was hatte Boger für Aufgaben damals? Ja, das waren Aufgaben allgemeiner Art, wie sie ein Grenzpolizeikommissariat vorkamen. Ich war damals zunächst mal bis zur Verrechnung der Polizei auch Leiter der Kriminalpolizeibezirksstelle. Da war Boger zum Teil auch mit einzelnen Aufgaben betraut. Das heißt, ich habe ihn von ab und zu mit einzelnen Aufgaben beauftragt. Mhm. Also rein kriminalpolizeiliche Art. Rein, ja, insoweit. Ja. War er außer diesem Kriminalpolizeidienst auch noch mit anderen Aufgaben betraut? Ja, nun mit Aufgaben des grenzpolizeilichen Aufgaben. Ja. Nun, 1941 bei Ausbruch des Russlandfeldzugs ist er weggekommen dort. Und zwar wohin? Ja, also darüber, das weiß ich nicht mehr genau. Das wird vielleicht Herr Zahnbens besser wissen, als ich, wo er gerade hingekommen ist. Da. Also irgendwie in den Osten hin. Ne? Nach dem Osten. Mal vielleicht in Tschechoslowakei oder sowas. Darüber kann ich aber heute keine genauen Angaben mehr machen. Ja. Haben Sie ihn dann später noch einmal gesehen? Ja, Boger war das eine oder andere Mal war in Stuttgart. Ne? In Stuttgart? Ich war später in Stuttgart dann wieder. Ne? Ja. Da war es ein oder andere Mal aufgekreuzt. Ja. Ja. Wissen Sie noch wann? Na, das lässt sich natürlich schwer sagen. Ja, ist er da in dienstlichem Auftrag aufgekreuzt oder nur hat er Sie besucht oder wie? Ja, aber da ist mir schwer zu sagen, ob er da dienstlich beauftragt war. Ich nehme an, dass er da irgendwie einen dienstlichen Auftrag hatte. Hm. Denn dass er da nur rein zu Besuch gekommen wäre, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht? Hm. Aber darüber... Da wissen Sie nichts. Kann ich genau nichts sagen. Ne? Mhm. Wissen Sie, wann er damals war? Ich habe Sie schon mal gefragt, das wussten Sie nicht. Ja, in den einzelnen Jahren. Es kann jedes Jahr mal gewesen sein oder so. Ne? Ja. 42, 43 so. Ne? Mhm. 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 Auf eine bestimmte Ermittlungssache gegen die Oberaufseherin Johanna Langefeld, können Sie sich da entsinnen? Nein. Können Sie sich nicht entsinnen? Nein. Und ob er im April oder Mai 43 dort gewesen ist, in Stuttgart? Tja, Zeiten heute noch zu sagen, nach 20 Jahren. Ist durchaus möglich, dass er da im Frühjahr mal da war, 43, ich war 44 weg. Die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit besteht. Kann es nicht ausschließen, kann es aber auch nicht bestätigen. Nicht? Hm. Naja, vor allen Dingen, wenn Sie so ungewisse Erinnerungen haben, können Sie ja niemals sagen, dass es nun im April, Mai gewesen ist oder ob es im Februar oder im Juni gewesen ist. Kaum das richtig. Das wissen Sie nicht sagen. Also die Möglichkeit besteht durchaus. Sind noch Fragen von Seiten des Gerichts, von Seiten, bitteschön. Als Boger bei Ihnen in Friedrichshafen tätig war, ja. Sachner war Kriminalsekretär, Sekretär, ja. War er, ehe er wegging, auch zugleich bereits Angehöriger des SD, das heißt, trug er zugleich auch eine SS-Uniform,
oder war er rein als Zivilist bei Ihnen tätig? Ja, das war so. Die Angehörigen der Staatspolizei waren ja alle praktisch uniformiert. Richtig. Und hatten irgendeinen, wo man sagen, einen Dienstangleichungsrang. Ja, und das Grenzkommissariat, wann war das denn in die Staatspolizei eingegliedert worden? Ja, die Bildung des Grenzpolizeikommissariats, wann die erfolgt ist, also zunächst mal hieß es, diese Dienststelle, Außenhauptstelle des Württembergs, wie hieß es nun, also Außenhauptstelle des Württembergs Landespolizeiamts und später, dann ist sie übergeführt worden in Grenzpolizeikommissariat, vielleicht 1933, 34, vielleicht so 34, 35 rum. Ne? Was bekam man da für einen Dienstgrad? Also Sie wurden da Obersturmbannführer wahrscheinlich. Nein, Sturmbannführer. Sturmbannführer. Später dann. Ja. Das war eben später. Ne? Ja. Ein Dienstgrad in der SS? Ja. Ja, halt sowieso als Obersturmführer. Obersturmführer? Ja. Aha. Obersturmführer, ja. Und als Obersturmführer ging er dann auch weg? Also nach dem Osten ging. Ja, oder? Ich habe nichts von einer Beförderung habe ich nichts gehört. Ja. Und ist Ihnen im Krieg mal aufgefallen, als er Sie besuchte, dass er plötzlich einen niedrigeren Dienstgrad hatte? Da habe ich in Uniform nicht gesehen. Ach, da haben Sie in Uniform nicht gesehen? Nein. Sie haben auch nichts davon gehört, dass ja, da mal was los war? Später. Später, wann denn? Ja, na, vielleicht nach dem Krieg. Ach, nach dem Krieg erst. Ja. Also im Krieg nichts mehr? Nein, ich hatte da keine Verbindung mehr mit ihm. Hatten Sie die Personalakten abgegeben gehabt? Oder wurde als Stammbehörde bei Ihnen weitergeführt in Stuttgart? Fragen Sie da bitte Herrn Zahnbinz, der war zuständig für die Dankeschön. Sache. Herr Engelbrecht, ich hätte doch noch eine Frage. Haben Sie einmal etwas davon gehört, dass Boger zur Stabo-Leitstelle in Siechenau versetzt worden sein soll? Ja, dass er dort tätig war, ja, das weiß ich. Aber versetzt im eigentlichen technischen Sinne des Wortes, das kann ich sagen. Und wann er dort tätig war? Ich nehme an, dass er gleich am Anfang in Siechenau tätig war, wenn ich mich nicht täusche, ne? Wo er nach dem Osten kam. Ja. Nehme an. Ja. Der Ergänzungsrichter hat Sie eben schon gefragt, Sie haben nichts davon gehört, ob und warum er damals degradiert worden sein soll. Nein. Das wissen Sie nicht. Das weiß ich nicht, warum. Herr Staatsanwalt. Herr Zeuge, ist es richtig, dass Boge 1933 nach der Machtübernahme zu Ihrer Dienststelle kam? Ja, Ende 33 bei Bildung dieser Außenhauptstelle ist Boger mit anderen Beamten und Angestellten nach Friedrichshafen gekommen. Können Sie sagen, aus welchem Grund er damals zur Polizei kam? Das heißt, war er früher schon Polizeibeamter oder ist er als sogenannter alter Kämpfer bei Ihnen untergebracht worden? Ja, das kann ich, also diese Frage in dieser konkreten und abstrakten Form kann ich nicht beantworten. Boger war, wie ich weiß, zunächst mal als Hilfspolizeibeamter bei der Polizeidirektion in Friedrichshafen, ich glaube von Frühjahr 1933, einige Monate tätig und ist dann wohl auf 1. Oktober oder 1. November 1933 zu der neu gebildeten Außenhauptstelle des Württembergischen Landespolizeiamts gekommen. Ja, und was für Leute wurden denn damals als Hilfspolizeibeamte übernommen oder eingestellt? Ich kann Ihnen darüber keine authentische Auskunft geben, weil ich mit diesen Angelegenheiten innerdienstlich nicht befasst war. Mir wurden eben Leute zugeteilt. Wie und warum die gekommen sind, das wusste ich selber nicht. Ne? Aber also, wissen Sie noch, ob er vorher, bevor er zu Ihnen kam, schon eine polizeiliche Ausbildung hatte? Nein, sicher nicht. Ne? Ich nehme an, dass er wenn ich recht orientiert bin noch und recht in Erinnerung, die Sache recht in Erinnerung habe, ist er einige Monate als Hilfspolizeibeamter in Friedrichshafen tätig gewesen. Aber ob er da eine polizeiliche Ausbildung im eigentlichen Sinne hinter sich gebracht hat, das kann ich mir bei diesen damaligen Zeiten nicht vorstellen. Ne? Und welche Sachen hat er denn bearbeitet, wenn er schon keine Vorbildung hatte? Können Sie etwas sagen, ob er politische Sachen auch bearbeitet hat? Ja, das waren in der Regel politische Dinge. Ne? Im Allgemeinen politische Dinge? Im Allgemeinen politische Dinge, also mit Ausnahme von den Dingen, die ich ihm vielleicht als, als rein kriminalpolizeiliche Aufgabe, und zwar als Aufgabe der damaligen Kriminalpolizeibezirksstelle Friedrichshafen zur Bearbeitung übergeben habe. Ist Ihnen etwas bekannt geworden über seine Vernehmungsmethoden, die er in diesem Zusammenhang
angewandt hat? Vernehmungsmethoden, dieses Wort deutet, wenn Sie so fragen, Herr Staatsanwalt, dann deutet das auf gewisse, wie wir sagen, auf gewisse Unzulänglichkeiten oder vielleicht Robustheiten hin. Genau das, ja. Ja, das wollen Sie sagen, das höre ich raus. Meine Beamten, sämtliche Beamten der Stelle in Friedrichshafen wussten, dass ich irgendwelche Übergriffe von Beamten oder Angestellten der Dienststelle nicht dulde. Und daran hat sich auch Burger gehalten. Sind Sie dessen ganz sicher? Mir ist nichts anderes bekannt geworden. Ne? Wenn mir irgendein Fall bekannt geworden wäre, dann wäre ich eingeschritten. Das wusste jeder einzelne Beamte, darunter auch Burger. Ein katholischer Geistlicher hat in den Vorermittlungen einmal bekundet, er sei von Boge vernommen worden und dabei habe Boge sehr robuste Vernehmungsmethoden angewandt. Ein solcher Fall ist Ihnen als Dienststellenleiter nicht bekannt. Waren das Worte oder Taten? Soll das eine Schlägerei gewesen sein oder sonst irgendetwas? Ja, ich weiß nicht, was Sie unter einer Schlägerei verstehen. Ja, nun, eine Misshandlung, Herr Staatsanwalt. Eine Ohrfeige alleine ja, ist eine Schlägerei. Ja, das ist eine Schlägerei bei mir, ne? Das ist eine Misshandlung. Ne? Ja. Bei mir auch, geduldet. Aber die Ansichten sind darüber offenbar etwas geteilt. Sind Ihnen solche Fälle bekannt? Nein. Mir sind keine Fälle von Misshandlungen vorgekommen oder dienstlich zur Kenntnis gekommen, weil, wie gesagt, ich wiederhole das nochmals, jeder einzelne meiner Beamten genau darüber Bescheid wusste, dass ich das nicht dulde. Nun, Himmler hat auch den Befehl erlassen, dass Häftlinge nur mit seiner ausdrücklichen Zustimmung geschlagen oder getötet werden dürfen. Und trotzdem ist das Gegenteil häufiger vorgekommen als das, was in den Vorschriften vorgesehen war. In Stuttgart nicht. In Stuttgart nicht. Nein. Nur noch wegen des Datums. Sie meinten vorhin, nach dem Ostfeldzug, also im Juli 1941, sei Boge weggekommen. Sie hatten früher bei einer Befragung gemeint, nach Beendigung des Polenfeldzuges sei er bereits zur Stabo-Leitstelle in Sichenau versetzt worden. Ich selbst, Herr Staatsanwalt? Ja. Was soll ich da gesagt haben? Nach Beendigung des Polenfeldzuges sei Boge zur Stabo-Leitstelle Zichenau versetzt. Kein Wort davon habe ich gesagt. Nein. Also von Beendigung des Polenfeldzuges, das Wort habe ich nie benutzt. Das war das im, weiß ich im nicht Juni genau, 1960. Ich bin überhaupt noch nie vernommen worden. Sind Sie damals befragt worden von einem Kriminalmeister Holbeck? Und da war Platz mal einer 6, da. Ja, Platz 6132 der Akten. Weiß nichts davon. Also ich nehme an, das kann durchaus stimmen, dass Boger nach Beendigung des Polenfeldzugs dort war. Eben, ich wollte nur das könnte klären, stimmen. Ja, also nicht, Sie können nicht sagen, mit Sicherheit oder dabei bleiben, nicht, nein, mit im Sicherheit Juli 1941 sei das erst nein, gewesen. Nein, das kann ich nicht sagen. Das kann auch sehr wohl anderthalb Jahre früher gewesen sein. Ja, aber sein. Das lässt sich ja auch nicht weiter feststellen, diese Daten da. Es geht ja eben darum, was Sie noch wissen und was Sie als Zeuge aussagen können, nicht was sonst noch festgestellt werden kann. Also Sie sind sich des genauen Datums nicht mehr sicher? Nein. Danke. Herr Ormann. Herr Zeuge, hat der angeklagte Boger damals in der Uniform der Grenzpolizei Dienst bei Ihnen getan oder in SS-Uniform? In der Uniform der Grenzpolizei natürlich. War Ihnen bekannt, dass er während dieser Zeit bei Ihnen SS-Hauptsturmführer war? Ja. Ja, ich nehme. Das war sein letzter Dienst. Hauptsturmführer, ja. Das ist möglich, ja. Also vielleicht war er damals Obersturmführer. Wann da eine Befördung kam, das weiß ich nicht mehr. Hauptsturmführer, das ist möglich, ja. Hat Boger an der Württembergischen Landespolizeischule oder Polizeifachschule Prüfungen abgelegt? Ja, da hat er eine Prüfung abgelegt. Das war wohl 1937 sowas. Ne? Da hat er seinen Lehrgang absolviert. Und darauf ist wohl seine Beförderung zum Kriminalkommissar, aber das war die württembergische Bezeichnung für Kriminalsekretär. Also Kriminalkommissar ist nicht das, nein, das ist nicht identisch mit der, Laufbahn des gehobenen Dienstes, sondern das war die damalige Bezeichnung noch in Württemberg für den Kriminalsekretär. Mhm. Ist Ihnen bekannt, dass Boger, wie er von Ihnen wegkam, mit dem Aufbau eines bestimmten Grenzpolizeikommissariats im Osten beauftragt war oder wurde? Ja, nun, also das sind Dinge natürlich, die meiner unmittelbaren Beobachtung entzogen waren.
Ich weiß, ich habe das bereits gesagt, dass Boger damals in Ziechenau war, nicht wahr? In Ziechenau und in Ostrolenka, das ist mir auch bekannt. Ich nehme sogar an, dass er in einem oder der anderen Orte Leiter des Grenzpolizeikommissariats war. Kann das Ostrolenka oder Ziechenau gewesen sein? Das ja, also nach unserer Kenntnis genau. War er Leiter des Grenzpolizeikommissariats in Ostrolenka. Ostrolenka, das wird wohl stimmen. Haben Sie gehört damals, dass er da einen bestimmten Beinamen gehabt hat? Nein. Ist Ihnen nie das Wort vom Henker von Ostrolenka bekannt geworden? Niemals. Nie in Verbindung mit Nein. Boger? Nein, das höre ich heute zum ersten Mal, dieses Wort. Schauen Sie, Herr Zeuge, die Beamten der Grenzpolizeikommissariate waren ja doch ein bestimmter übersehbarer Haufen von ein paar hundert Mann. Hat man sich da nicht gegenseitig gekannt und hat man sich da nicht interessiert, namentlich Sie, nachdem Boger doch jahrelang Ihnen untergeben war? Von diesem Wort Henk von Ostrolenka, das höre ich heute zum ersten Mal. Ne? Und so intensiv waren doch auch die Verbindungen zwischen den im Osten eingesetzten Beamten und ihrer Heimatdienststelle nicht, dass man da also alle diese solche Dinge da unmittelbar und unbedingt hätte erfahren müssen können. So intensiv war also, wie gesagt, die Verbindung keineswegs. Herr Zeuge, hat Ihnen Boger nie erzählt damals, dass er einmal während dieser Tätigkeit Schwierigkeiten bekommen habe, dass er sogar in Haft genommen worden sei, dass er in der Prinz-Albrecht-Straße gesessen habe. Versuchen Sie einmal, sich zu erinnern. Ja, nun, das ist mir dieser Vorgang ist mir eine dunkle Erinnerung. Authentisch hatte ich damit nichts zu tun. Das mag sein, könnten irgendwelche Zeugnisse oder Auskünfte von seiner Heimatdienststelle eingefordert worden sein, aber mir persönlich ist ein derartiges Aktenstück niemals durch die Hand gegangen. Und wie ich ebenfalls bereits angegeben habe, ist mir bis heute nicht bekannt, aus welchem Grunde er eigentlich damals strafversetzt oder sogar degradiert worden ist. Darüber sind nur Gerüchte innerhalb der Heimatdienststelle gegangen. Authentisch konnte mir da keiner etwas sagen. Nicht? Verbinden Sie mit diesen Gerüchten den Vorwurf der Abtreibung in irgendeiner Sache? Ja, so etwas könnte es gewesen sein. Hat Boger nie ein irgendwie persönliches Verhältnis zu Ihnen gehabt, sodass er sich mit Ihnen als seinem ehemaligen Vorgesetzten über das, was ihm widerfahren ist, hätte unterhalten können? Ja, nun, damals bestand natürlich diese Möglichkeit. Boger war natürlich, ich war jeden Tag um mich rum seinerzeit in Friedrichshafen und wir standen natürlich also in einem, man sagen dadurch, in einem engen Verhältnis, wie mit allen Beamten. Was er später dann gemacht hat, wenn er mal vielleicht da war, ich habe ihn mal gesehen und so weiter, später dann in der Heimat, also vielleicht so 43 oder so, ne? Da kann er kurz mal da gewesen sein, vielleicht war ich mal nicht da und so weiter. Also das ist gar nicht gesagt, wenn er mal in Stuttgart tätig war, dass ich ihn unbedingt treffen musste. Ich habe ihn, das eine oder andere Mal habe ich ihn gesehen, wie ich bereits gesagt habe. Ne? Aber dass er mir, ja, von was soll er mir denn da erzählt haben? Da? Von was ja, von seiner Degradierung und von Schwierigkeiten, nein. Die er gehabt hat. Und nein, diese Dinge hat er mir nicht erzählt. Eventuell von seiner Verhaftung oder von dem, was ihm vorgeworfen worden ist. So meint das doch der Rest nicht. Ja. Nein, das ist mir. Ich muss mich erinnern, dass er mir etwas derartig erzählt hätte von seiner Degradierung und so weiter. Ist Ihnen auch nicht von dritter Seite bekannt geworden, Herr Zeuge, etwa ein Gerücht, ein Bericht, dass Boger angeblich, das von ihm verlangt worden ist, er hätte einen Wehrmachtsoffizier umlegen sollen und einen Jagdunfall vortäuschen sollen? Ist das irgendwie in Erinnerung bei Ihnen, wenn ich Ihnen das jetzt vorhalte? Wehrmachtsoffizier. Wehrmachtsoffizier, das kann ich nicht ausschließen. Das wäre vielleicht möglich, aber ob er mir etwas selber, ob er das selber gesagt hat. Ob Sie von dritter Seite gehört haben, also da ist die Erinnerung zu dunkel, um mich da präzise auszudrücken. Wehrmachtsoffizier. Möglich, ja.
kann sich da ausschließen. Er kann es nicht ausschließen, ja, soll ich das sagen. Eine letzte Frage, Herr Zeuge. Sie haben ja später ja wohl doch Kenntnis davon bekommen, von den Vernehmungsmethoden Bogers im KZ. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, dass er solche und ähnliche Methoden doch bei der Polizei, im Polizeidienst gelernt haben könnte? Nein, das kann er nicht im Polizeidienst gelernt haben. Also Vernehmungsmethoden, ich möchte das präzisieren, dass es der Vorwurf ist, dass er also in grausamer Weise und so weiter Häftlinge gefoltert haben soll, wenn ich recht verstehe. Ne? Ja, das kann ich ja niemals bei der Polizei gelernt haben, ne? Mindestens mal in Stuttgart nicht, ne? wenn das die Wahrheit sein sollte. Hätte denn damals, wenn das bei Ihnen vorgekommen wäre im Kommissariat, in der damaligen Zeit überhaupt jemand wagen können, sich zu beschweren über einen... Ja, sicher, natürlich hätte er das wagen können. Ne? Das war doch aber sicher mit Risiken verbunden. Nicht? Nein, das war nicht mit Risiken verbunden. So war die Sache dann doch nicht. Ne? Ich meine, das ist eine falsche Auffassung. Ne? Das war eine Beschwerde irgendwie, hätte man immer anbringen können. Ne? Und von Misshandlungen... Auch bei jemandem, der wie Boger alter Kämpfer war? Ja, auch dann. Es sind genug alte Kämpfer geflogen. Keine Fragen, danke. Herr Eismar Stratt, Herr Eismar Aschenau, Boger selbst. Nein. Von Seiten der übrigen Herren Verteidiger keine Frage, von Angeklagten keine Erklärung. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Jawohl.